Anna, Fabian und Ralf haben letztes Jahr ihren Master gemacht. Jetzt haben sie bereits ein eigenes am Anfang stehendes Unternehmen, Ecotastic, ein Belohnungssystem für umweltgerechtes Verhalten. Weil die Idee gut ankam, haben die drei ein Social Impact Start Stipendium bekommen. Statt im Wohnzimmer von Fabian wird jetzt 8 Monate lang in einem Büro im Social Impact Lab gearbeitet. Dazu gibt es Coaching und Mentoring durch SAP. Der Mentor ist letztendlich sehr wichtig. Wir treffen uns 1 bis 2 Mal im Monat. Da haben wir einen Sparring-Partner. Also wir überlegen uns, vor welchen Problemen wir stehen, können das mit ihm durchdiskutieren und er stellt einfach die richtigen Fragen, regt uns nochmal zum Nachdenken an. Weil wir kommen einfach von der Uni und haben nicht so viel Erfahrung und wenn man dann quasi die Erfahrung von erfahrenen Sales-Leuten 1:1 übertragen bekommt, das ist sehr hilfreich und man lernt einfach Dinge viel, viel schneller. Ich blicke jetzt auf fast 15 Jahre Berufsleben zurück und freue mich einfach mit jungen Menschen, die neue und innovative Ideen auf den Weg bringen wollen, zusammenzuarbeiten, bei der Strukturierung zu helfen, einfach meine Arbeitserfahrung aus den letzten Jahren weiterzugeben. Zusammen mit dem Partner der gemeinnützigen Social Impact GmbH unterstützt SAP angehende Social Entrepreneure. SAP hat seinem gesellschaftlichen Engagement vor wenigen Jahren eine neue Ausrichtung gegeben. Eines der Schwerpunktthemen ist das Thema Entrepreneurship, also Unternehmertum. Was uns dabei besonders bewegt hat, ist unsere eigene Geschichte. SAP wurde 1972 von 5 jungen Männern gegründet, die mit viel Mut zum Risiko, aber auch mit viel Glauben an die eigene Idee dieses Unternehmen gegründet haben, was heute in seiner Branche Weltmarktführer ist. Diesen Gründergeist, diese Begeisterung, eine Idee weiterzuverfolgen, ist das, was wir im gesellschaftlichen Engagement hier fördern möchten. Seit 2011 hat SAP über 70 Stipendiaten finanziell und vor allem mit Mentoren bei ihren ersten Schritten begleitet. Rund 90 Mentoren aus den unterschiedlichsten Bereichen gibt es bei SAP, 35 sind derzeit im Einsatz. Für mich persönlich, das bringt sehr viel, weil ich lerne sehr viel von den jungen Entrepreneuren und von ihrer Kreativität. Ich arbeite seit einer ganz langen Weile bei SAP und ich denke, ich habe auch selber sehr viel gelernt. Und wenn ich die Gelegenheit habe, das weiterzugeben, ist das einfach klasse. Das bringt mir sehr viel persönliche Energie. Also für mich persönlich nehme ich mit, dass ich einen wundervollen Menschen kennengelernt habe, dass ich eine neue Perspektive auf Projekte bekommen habe, wie man Projekte strukturieren kann, wie man eine Unternehmung angehen kann. Und für meinen Job habe ich mitgenommen, die Perspektive zwischendurch mal zu wechseln und zu sagen, okay, es geht auch anders und man kann Themen unterschiedlich angehen und da einfach ja, viel offener mit umzugehen. Wichtig ist allerdings zwischen Mentor und Mentee, die Chemie muss stimmen. Also für uns war das, ich weiß nicht, ob man sagen kann, Liebe auf den ersten Blick, aber es hat geklappt. Also für Carsten haben wir gleich gemerkt, er hat ein persönliches Interesse daran. Und das merkt man auch in den Meetings, dass er uns wirklich sein Feedback ehrlich gibt, auch viel Zeit mit uns verbringt. Und man weiß, das ist sehr authentisch und gut. Und das ist fast so eine Zusammenarbeit, wo man zusammengeschweißt wird als Projekt. Und das ist sehr schön. Und wenn es so richtig gefunkt hat, bleibt man auch am Ball. Da hängt ein Stückchen Herzblut mit drin. Die offizielle Mentorenphase mit der SAP lief aus. Und natürlich sind wir nach wie vor im Kontakt. Einerseits, weil natürlich persönliche Beziehungen entstanden sind. Andererseits, was natürlich auch spannend ist. Es ist ein Unternehmen. Ein Unternehmen ist ein Prozess. Das ist ein Weg, den man geht. Und da möchte man sich nicht verabschieden nach einer kurzen Zeit und sagen, so, jetzt geht alleine weiter. Sondern man ist auch emotional ein Stückchen gebunden.